Hallo YouTube, hallo liebe Zuschauer, na, wie geht's, wie steht's? Alles gut? Willkommen zurück zu The Forest. Wir sind hier am Tag 29 angekommen und wir gehen mal gleich zu unserem Stockenstand und heben uns ein paar Sachen, sammeln ein paar Sachen ein. Ja, brauchen wir einfach mal für unterwegs, weil die auch ein bisschen länger halten, wenn die vertrocknet sind oder getrocknet sind. Aber lass ich mal gucken. Frisch, sehr gut. Oh, verdorben. Kann man das wegschmeißen? Er hat es gegessen. Warum hat er das gegessen? Er soll es wegschmeißen. Noch essbar, verdorben, weg damit. Er isst es schon wieder. Nicht gut, wenn das Verdorbene alles isst. Okay, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir mit unseren getrockneten Sachen, dass die nicht so schnell verderben. Oh, wir haben ja noch einen rohen Hasen. Den können wir doch hier ranhängen. Oh, siehst du? Der Fisch ist auch schon ganz schön schwarz. Der kann nicht mehr gut sein. Hängen wir den Hasen auf. Genau, sehr gut. Ja, der Fisch. Ja. Wieso ist er denn, dass er verdorben? Nicht so lecker! Ja, wir wollen ja heute das Bootshaus fertig bauen, deswegen müssen wir noch ein bisschen Bäume fällen. Ja, hauen wir zu, lass mal kommen, hau Dollar zu, komm, stärker, na los. Mann, los daneben, Mann, ey. Komm schon. Na, wo fällt er hin? Er fällt in die richtige Richtung, das ist schon mal gut. Kabumm, genau, einsammeln. Einmal hopp, hopp, hopp. Nochmal zwei Stück sammeln. Hopp, hopp, hopp. Okay, sehr gut. So, ist irgendwo ein Kannibale in der Nähe oder Kannibale? Hä? Nee, ne? Nehmen wir jetzt unseren Schlitten hier. Komm. Ziehen wir den ein bisschen weg. Und wir fahren noch ein bisschen vor, damit wir nicht so viel Laufwege haben. Warte mal. Oh Mann, das ist alles so... Aber die Steuerung manchmal ist echt furchtbar. Nur manchmal. Na los, laufen wir ein bisschen vor. Tak, 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 tak. Sehr schön. So, lassen wir mal hier stehen. Kommen wir auch mal jetzt den Baum. Warte kurz. Ich glaube, da hinten. Da hinten. Ja, da hinten bewegt sich einer. Seht ihr das? Ich glaube, der kriegt den Schlag aber nicht mit. Der ist zu weit weg. Ja, ich glaube, wir können den Baum jetzt hier wunderbar fällen. Der läuft da hinten weiter. Sehr gut. Ja. Ist kein weiterer da? Nö. Jetzt gibt es Ärger. Ach man, fuck ey. Guck mal, da kommen sie schon, ey. Nani? Und erledigt. Hahaha, Vollidiot. Guck mal, da hinten ist er. Mit seinem Skelett auf dem Kopf. Na komm und. Oh fuck, Alter. Wie kommt der denn da durch, Alter? Das nervt doch voll. Also die Falle ist nicht so geil. Komm, schlag zu, komm, stich. Ja, los. Gib ihm. Gib ihm. Noch einmal. Und nochmal. Oh, da hinten kommt noch einer angelaufen. Was ist denn da los? Ach du Scheiße. Eine Fräuschen. Hallo. Autsch. Pieks. Tut mir leid. Kommt mir einfach nicht zu nah. Lasst mich in Ruhe. Los, komm, schnell mal die Pfeile hochstellen. Komm, komm, komm. Wir stellen die Pfeile hoch. Los, los, los. Oder kommen sie schon umgerannt. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Autsch, Stich. Und noch. Aua. Komm, schlag zu. Na los, Stich, Stich. Okay, da waren zwei auch erwischt. Oh, das sieht immer so geil aus, wenn die da erwischt werden von. Komm, mach sie platt. Noch einmal. Na los. Und erledigt. Komm, die können wir da liegen lassen erstmal. So, die Falle ist nicht aktiv. Beziehungsweise die ist aktiv. Die hier nicht. Die müssen wir wieder entfallisieren, wenn man das so sagen möchte. Na los, komm. Da ist der Stock, genau. Und zackidibu. Sehr schön. Nicht rüberlaufen, sonst machst du wieder plapp. So, die aktivieren wir auch wieder zurück. Genau, sehr schön. Und die auch. Ja, die hat leider nicht getroffen. Ne? Der ist einfach vorbeigesprungen, der Penner. Ja, die können wir erstmal hier so liegen lassen, wie gesagt. Ne? Vögel können sich ruhig darum kümmern, wenn sie möchten. Ja, Mann, 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 was ist hier halt wieder los? Dabei möchte ich doch nur ein bisschen Baum fällen, ne? Und was mitnehmen. Um mein Floß fertig zu bauen. Mein Floßhaus baust da. So, die hatten wir ja schon vorhin geschlagen gehabt. Einmal ruft da. Oh, geht nicht mehr. Ach, scheiße. Na egal, dann lassen wir die erstmal hier liegen. Komm, ja, bup, bup. Und dann nehmen wir den Schlitten und düsen los. Ja, wir verzieren schön die Wand mit Steinchen. Ja, kommen wir so ein paar Steine sammeln hier. Na los, komm, sammeln wir. Sammeln, sammeln, einsammeln. Ja, und da ist noch einer. Aufheben, sehr gut. Und was ist das? Einmal hier. Ja, 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 ja. Oh, fehlt schon wieder was. Oh, na, weitersuchen. Steine gibt's ja hier überall. Hey, ein Penny! Hier gibt's doch überall Steine, die hier rumliegen, überall. Na los. Ja, eingesammelt, sehr gut.
Und fertig. Und dann noch das Stück. Ach schön. Ein bisschen Mauer bauen, ein bisschen verzieren alles hier, damit es nicht so langweilig wie ein Karl ausschaut. Ja. Na los, komm, sammeln den auch noch ein. Oh, ein bisschen Mauer hochziehen, das muss auch mal sein. Mensch. So viele Steine liegen hier rum, die spawnen einfach wieder die ganze Zeit zurück, kann es sein? Also je nachdem, was du hier einsammelst, dann sind sie wieder neu vorhanden. So, jetzt können wir eigentlich hier schon fast fertig bauen, ne? Bum, 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 bum. Ja, noch ein bisschen, okay. Noch ein paar fehlen. Einfach sammeln. Komm, wir machen unsere Taschen wieder voll, zack. Da war doch, ne, das war gerade das Schlitten. Da. Hier. Da. Sehr schön. Oh, echt, fehlt noch einer? Sehr traurig. Ne, es waren sogar drei. Einfach sammeln und voll machen. Juhu, fertig. Und schon haben wir eine neue schöne Wachkleidung an der Wand. Ist das nicht schön? Und rein. Was ich ja vergessen habe zu sagen, guck mal hier, man hat hier so eine Statistik, da kann man gucken, wie man sich fühlt. Und im Moment sind wir wirklich infiziert. Also wusste ich gar nicht, dass man hier so eine Übersicht hat. Unsere Gesundheit liegt bei 45%. Gewicht haben wir 705 Pfund. Sind auf jeden Fall noch infiziert mit irgendwas. Dann kann man gucken, hier Völlegefühl, Rüstung, Kälteschutz. Ja. Hier sehen wir nochmal, wie man irgendwas herstellen kann. Auf diese Decke legen und einfach produzieren, das ist ja ganz simpel. Hier sind noch ein paar Tiere, die wir noch für Verzeichnis der Tiere, aber wir sollten unsere Krankheit erstmal besiegen, die wir haben. Wir sind nämlich krank, wir brauchen Aloe Vera. Kann man die einfach snacken oder kann man die einfach irgendwas herstellen? Aber ich glaube, Gesundheitsmischung haben wir gar nicht. Chicorée haben wir. Wir können, glaube ich, gar nichts herstellen davon, was hier angezeigt wird. Schade eigentlich. Ich hätte doch gern die irgendwie mal gepflanzt. Die Pflanzen einfach nur, um gesund zu bleiben. Ja, ich glaube, ich muss einfach nur Aloe Vera konsumieren, glaube ich zumindest. Ja, einmal abbeißen, mal gucken. Was sagt das Buch jetzt? Falsche Taste, scheiße. So. Ja, wir sind nicht mehr krank. Sehr gut. Das ist doch toll. Ja, ich wollte es euch einfach nochmal hier in der Stelle auch nochmal zeigen. Das tolle Büchlein hier. Guck mal hier, 45%. Stärke sind wir wieder voll. Wir sind fettleibig, sind wir mit 205. Ist ein bisschen viel, ne? Ein bisschen viel. Aber wir gehen jetzt schlafen, würde ich sagen. Es ist doch ein herrlicher Morgen, hier lang zu fahren mit unseren Blöcken. Guten Morgen, meine Nachbarn! Verpiss dich! Ja! Und ja, wir bauen jetzt hier unser Schiff weiter, beziehungsweise unser Bootshaus. Damit müssen wir jetzt eigentlich fertig sein mit der Tour. Eigentlich haben wir es geschafft. Haben wir schon ein bisschen dran gesessen, aber ist okay. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Sehr gut, einmal rein. Rein damit und. Nein, hey, jetzt haben wir es. Fertig, sehr gut. Das ist unser tolles Hausboot. Jetzt können wir da drin wohnen und theoretisch immer abhauen, wenn irgendwelche Probleme sind, beziehungsweise wenn wir dann irgendwann unsere Festung verlieren sollten. Dann könnten wir hier darauf fliehen. Das ist doch ganz praktisch, falls die Mutanten irgendwann Überhand übernehmen sollten, ne? Was ich zwar bezweifle, aber so ist das, ne? Ja, was machen wir jetzt? Jetzt können wir eigentlich theoretisch das Haus ein bisschen fertig bauen. So, warte mal, hier ist es nicht. Ich suche eigentlich das Bett. Wo ist denn das Bett? Wo ist das? Wo ist denn das? Nicht hier? Nein, nein, nein. Wo ist denn das blöde Bett? Alter, wo ist denn das? Hallo? Hier ist es nicht. Wo ist denn das jetzt? Hier ist es auch nicht bei den Unterkünften, obwohl das eigentlich Quatsch ist. Das ist eine Unterkunft und kein Bett, sondern ein Bett ist ja ein Bett und keine Unterkunft und so weiter und so fort. Muss doch hier in dem Reiter mit dabei sein, oder? Habe ich es einfach übersehen? Bin ich total blind? Hier ist es wirklich nicht. Da unten links. Einmal auswählen, genau. Sehr schön. Drehen wir noch ein bisschen. Komm, drehen, 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 drehen. Ja, na, ein bisschen vorsichtig hinstellen. So muss das sein. Genau so und nicht anders. Na los. Ja, nee, warte. Ach, jetzt. So ist gut. Fertig. Na, uns fehlt noch ein Seil. Uns fehlt noch Hasenfell und noch ein paar Stöcker fehlen uns auch. Warte mal ganz kurz. Müssen wir überlegen. Warte. Können wir nicht. Na, hier können wir noch einen Schrank hinbauen. Ja, genau. Wir haben jetzt die Möglichkeit, hier dieses tolle. Wo ist denn das jetzt schon wieder hin? Da, genau. Das Ding hier hinzustellen. Genau so. Schön ran an die Wand. Sehr schön. Ja, so ist doch gut. Ja, ein bisschen zu weit, so. Ja. Nein, das wird zu weit raus. Das soll einfach ein bisschen an die Wand stehen. So sieht es gut aus. Genau, so kann es stehen bleiben. Perfekt. So, wie kommt denn das?
Hä? Ja, woher kommt das Feuer? Ach, habe ich schon gemacht, habe ich voll vergessen. So, einmal hier rein. Zack, zack. Dann können wir schon mal den Schrank fertig bauen. Na los, pop, 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 pop. Jupp, okay. Und Stöcke haben wir keine mehr da, aber wir könnten doch theoretisch, könnten wir doch. Na. Ach, ich bin überfordert, ich bin voll überfordert. Los, 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 komm, wir nehmen den Schlitten. Komm, einmal mitnehmen. Und wir fahren mal weiter und sammeln noch ein paar Rohstoffe ein. Ne, brauchen wir immer noch einen Baumstamm, den brauchen wir auf jeden Fall, macht ja keinen Sinn, den irgendwie jetzt hier von A nach B zu schleppen. Naja. So, Vorsicht. Einmal Vorsicht bitte. Hier komme ich und der Schlitten. Sehr schön. Na los, einmal hier rüberfahren. Ja, oh Gott. Man, hier hakt es immer so doll an der Stelle. Ich kann halt nicht mehr unten lang fahren, weil unten habe ich mir selber eine Mine hingelegt, beziehungsweise eine Sprengfalle, was ziemlich clever ist. Weil ich davon ausgehe, dass da irgendjemand mal, vorbeigeht, Patrouille macht und dann in die Luft fliegen soll. Aber ich glaube, das wird nicht passieren. Bis da mal jemand vorbeirennt, das kann lange dauern. Sehr lange. So, wir sind jetzt wieder bei uns in der Unterkunft angekommen. Sehr gut. Jupp. So, wir schlagen erstmal hier ein paar kleine Äste raus, genau, beziehungsweise machen die kleinen fertigen Bäume klein. Hopp, hopp, sehr schön. Na, ein bisschen müssen wir noch sammeln, ne? Wir müssen ja das Feuer noch fertig machen, wir müssen aber unser Bett auch noch fertig machen. Wir brauchen alles noch ein bisschen. Das ist ja das Nervige an der ganzen Geschichte. Komm, wir nehmen unsere moderne Axt, zack, zack. Ja, sehr schön. Hüpfen, hüpfen, da ist keiner. Wir gucken nochmal, ob da jemand ist. Da hinten läuft keiner lang, das ist schon mal sehr gut. Oh, da war ein Reh. Komm, hier nochmal. Jep. Tack, 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 tack. Eingesammelt. Naja, ich glaube, wir haben aber nicht genug, oder? Na, wir laufen mal trotzdem gleich mal zurück. Aber wir können auf dem Weg noch Steine sammeln. Unten. Wir haben noch Häschen. Wollen wir die fürs Fell benutzen? Wollen wir noch welche jagen gehen? Ich glaube, wir gehen welche jagen. Ist besser. Viel besser. Okay, hier haben wir jetzt unser schönes Fleisch. Ist das noch gut gewesen, oder? Ah ja, meckert nicht. Zumindest alles gut. So, was hängen wir jetzt noch hin? Können wir da irgendwas hinhängen? Ne, wir essen jetzt nochmal. Ach, scheiße, ich Vollidiot. Mann. Ach, echt blöd. Da habe ich doppelt gegessen, obwohl ich gar nicht. Ich wollte es einsacken, aber anscheinend kann man nicht alle Sachen einsacken. Komm, jetzt trinken wir noch einen Schluck. Und ja. So, ja, ich bin wieder so durcheinander, ey. Unfassbar. Los, mach den noch klein. Können wir nicht mehr mitnehmen. Haben wir genug gesammelt. Dann los, dann ab zurück zum Boot. Kann sich ja nur noch um Minuten und Stunden handeln. Und dann sind wir gleich da. Und dann können wir eigentlich das Bett fertig bauen. Beziehungsweise noch das Feuer aufrichten. Beziehungsweise auch schon herstellen. Haben wir hier runter. Aua. Da ist es doch schon. Yay. Sehr schön. Oh, das tolle Haus. Das sieht so schön aus. Aber es ist ein bisschen klein. Man kann auch irgendwie nicht nach oben, ne? Man kann nicht irgendwie hochbauen. Einmal das Feuer ist fertig. Sehr gut. Bettchen. Ja, war ja klar, dass da immer noch was fehlt. Dafür brauchen wir noch Fell. Wir brauchen eigentlich sogar noch Seil. Ja, Seil brauchen wir auch noch. Das können wir doch herstellen. Wir haben ja noch genug Tücher, ne? Wir brauchen ja 7 Stück oder 8 waren es. Keine Ahnung. Aber zack, da haben wir unser Seil. Perfekt. So, jetzt brauchen wir nur noch ein bisschen Stöcker und noch Hasenfell. Und hier müssen wir auch noch das Holz sammeln. Ja, wir laufen jetzt erstmal hier hoch. Ich habe überlegt, wir probieren mal jetzt hier die Bäume zu holen, weil auf der anderen Seite kommen wir jetzt auf Mutanten und Nerven einfach nur. Und deswegen gehen wir jetzt hier die andere Seite entlang. Hier sammeln wir die restlichen Bäume, Baumstämme ein. Und dann, wenn wir noch ein paar Äste noch finden, nehmen wir die natürlich auch noch mit. Falls wir welche sehen sollten. Und ja. Oh, jetzt kann er schon wieder nicht mehr. Das ist voll. Manchmal echt nervig. Ich glaube, ich bin einfach zu fett. Unser Charakter ist einfach zu fett, weil der immer so schnell keine Kondi mehr hat. Oh Mann. So. Dann kriegen wir in Ruhe, glaube ich, die restlichen Stämme. Sehr gut. Oh, jetzt bleibt er hier stecken. Na los, einmal rumfahren, ganz entspannt, dass er seine Kondi wieder bekommt. Sehr schön. Schlagbar gegen, genau. Sehr schön. Oh Mann, los, da komm. Oh, voll viele Luftlöcher. Jetzt kommen wir mal hin hier. Und da fällt er schon um. Ja, relativ schnell mit der modernen Axt, ne? Das ist ganz schön praktisch, das Ding. Oh, da läuft ein Häschen. Hopp. Hopp, hopp. Und jetzt holen wir uns noch den hier.
Hier ist, sind keine Mutanten. Das ist schon mal sehr gut. Wir gucken mal vorsichtshalber. Und haben, machen so eine kleine Ausschau. Ja, ja. So. Ey, ja, okay, sind noch ein bisschen dünner als die anderen, ne? Aber kann man relativ schnell sammeln. So schmale Bäume sind, glaube ich, immer am besten als diese fetten. Da haut er ja Ewigkeiten lang rein. So. Ist da was? Nein, ist keiner. So. Ja, siehst du, da haben wir einen. Zack, hi. Sehr schön. Oh, Nochmal. Papap. Voll machen die Taschen. Sehr gut. Ja, ja, von den Stöckern haben wir nie genug bekommen. Mhm. Zack, zack. Unten ist keiner. Da hinten ist ja auch dieses kleine unbesiedelte Dorf. Das sieht man jetzt von hier aus nicht, aber weiter hinten. Da ist nix. Okay. Na los, also komm her, ich probiere dich zu kriegen. Na los, komm. Mann! Los! Ah, toll, toll. Na los! Ja, warum trifft man die nicht mit dem Speer? Voll doof. Man kann die höchstens nochmal abwerfen, aber dann ist der Speer wieder. Da habe ich überhaupt keinen Bock. Oh, was läuft denn da hinten? Was? Oh nein, sag bloß, diese fetten Kreaturen aus dem Wald. Was suchen die denn hier schon so nah an unserer Base? Ist ja wirklich ziemlich nah dran. Da laufen sie. Die klingen wie Elefanten, ey, ganz komisch. Ja, so. Komm mir nicht zu nah, sonst bist du tot. Das ist echt scheiße, dass sie so nah hier rumlaufen, ehrlich gesagt, ne? Wir gucken mal, laufen wir ein bisschen näher ran, schauen uns das mal hier an. Naja, okay. Super nah dran, wirklich. Klingt echt nicht geil irgendwie, ne? Na, lassen wir die mal links liegen und hauen ab. Wird auch gleich wieder dunkel hier. Hopp, hopp. Einfach da an den vorbei. Das kriegen sie nicht mit. Ich bin zu weit weg. Genau. Ab zum Boot. Zum Boot. Lalala. Ja, bald ist schon wieder dunkel. Ist ja auch doof, ne? Ey. Ja, ja, ja. Na los. Das dauert immer alles seine Zeit, wa? Mhm. Und einmal abstellen. Jupp, zack, zack. Jetzt können wir das Regal innen drin fertig bauen. Na los. Zack, zack. Eine Tour noch. Oh. Soll jetzt schieben, da kommt nämlich jemand. Scheiße, nicht, dass das Boot kaputt macht. Verstecken wir uns mal hinter dem Boot. Nicht, dass der uns da jetzt sieht, jetzt rennt er weg. Oh, Vorsicht. Merkt er, dass wir da sind? Ich glaube nicht, oder? Ist ja auch super dunkel. Na los. Na, wir sind zu tief im Wasser. Hier kommst du bestimmt nicht rein. Da hast du doch Angst vor. Dann ersäufst du doch. Kannst du ja eh nicht schwimmen. Hey. Ist der jetzt weggerannt? Oder wo ist der jetzt? War ein Licht. Ja, ich glaube, solange der weg ist, können wir das auch schnell fertig hochziehen. Und dann können wir ruhig schnell weggehen. Mit dem Boot. Los, 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 los. Zack. Zwei. Eigentlich brauchen wir nur noch einen, oder? Oh, haben wir einen fallen lassen. Sehr gut. Rein da. Na los. Haben es ja gleich geschafft. Machen wir irgendwas. Können wir mal Feuer machen. Da haben wir ein bisschen Licht. Na los, zünd doch mal an. Na, da. Ja, so. Oh, jupp. Bisschen heller machen. Ja, sehr schön. Dass das ganze Boot erleuchtet, ist das nicht schön? So, zack, zack. Ja, solange die Feuerstelle nicht dafür sorgt, dass wir das Boot verlieren, dass es abbrennt, ist doch alles schick. Tada, fertig. Und hier können wir unsere Medikamente abstellen. Ist das nicht schön? So, jetzt machen wir noch schön Feuerschirren. Ja, sehr schön. Wir holen uns nämlich zwei Hasen. Wir brauchen nämlich das Fell für das Bett noch im Hausboot. Ja, tut mir leid. Einmal häuten. Ja, und das Fleisch legen wir einmal
hier oben rauf. Also, machen's, brennen das an, ne? Jetzt töten wir das auch noch. Ja, nochmal häuten. Und dann können wir das ja eigentlich trocknen lassen. Genau. So, einmal trocknen. Ja, worum geht's nicht? Hallo? Hallo, warum geht's nicht? Oh, scheiße, jetzt habe ich es vergessen, irgendwie mitzunehmen. Hier ist es eingesackt, sehr gut. Und jetzt essen wir noch schnell. Und dann würde ich sagen, gehen wir ins Bett. Genau, gute Nacht. Tag 31, sehr schön. Na gut, was machen wir als nächstes? Also wir müssen auf jeden Fall das Boot noch fertig machen, aber warte, jetzt gehen wir kurz hier raus. Und ich habe jetzt erstmal los. Vogelkäfig hochzuziehen. Ja, oder hier, der Vogelhäuschen ist ja kein Käfig. Die dürfen ja rein und raus gehen, wann sie wollen. So, ich hoffe, wir haben genug Materialien. Also, einen Baumstamm haben wir ja sowieso nicht dabei. Ach, uns fehlen noch zwei Äste. Und, so, da müssen wir nochmal kurz welche schlagen gehen. Aber wir können ja ein bisschen mehr sammeln gehen. Das ist ja eigentlich auch ganz schön praktisch. Na, laufen wir mal kurz hier lang. Hoffen, dass keine Mutanten, keine Kannibalen auf uns zukommen. Das wäre ja ganz super. So, dann ist unsere Fallenarena. Wie mega, guck mal. Das ist eine richtige Festung. Da kommt keiner durch. So, unsere Leichen sind irgendwie weg. Wo sind unsere Leichen weg? Haben die mitgenommen? Ah, dann müssten die doch erwischt werden, oder? Also müssten sie ja quasi getroffen werden von den Fallen, wenn sie da jetzt einfach nur das so mitnehmen. Na egal, komm, jetzt sammeln wir noch die restlichen Stöcker hier ein. Zack, zack. Gehen wir noch weiter. Ne, komm, wir drehen um, weil ich denke mir, dass mir kein Bock ist auf irgendwelchen Besuch. Laufen wir einfach jetzt zurück und gehen dann zum Boot. Das wäre doch ganz praktisch. Naja, sparen wir auch ein bisschen Ärger uns ein. Ist am besten so. Ja, hier ist unser schönes Boot. Lala, 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 lala. Und einmal rein da in die gute Stube. Na los, lass los. Mann, du musst jetzt nicht rudern hier. So, zack, 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 zack. Na los, hopp, yay, Bett ist fertig. Wir haben einen Schlafplatz. Wir können ab sofort jetzt hier auch drin pennen. So, das könnte man sich hier eigentlich hier noch raufziehen. Theoretisch müssten wir uns vielleicht so ein Trockengestell hinstellen vielleicht. Und noch eine Auffangschale fürs Wasser. So, komme ich schon mal zurück zum Ufer. Da haben wir dann nämlich, Chance wieder zurück zu unserer Bleibe noch zu gehen. So, hier sind wir zu Hause. Home Sweet Home, haben wir Federn drin? Yay, wir haben Federn drin. Sehr schön. Ist das nicht toll? Total cool. So, Juti. Na? Wir sind richtig dicke eigentlich geworden. Guck mal, unser Hähnchen, sage ich schon. Unser Hase ist schon fertig. Wieso ist der denn? Warum kann man den nicht mehr mitnehmen? Kann man nur die Fische einsammeln oder wie funktioniert das hier? Mann, das ist echt komisch alles. Ja, was haben wir hier? Hier ist unsere schöne Mauer, die wir jetzt hochgezogen haben. Eigentlich könnte man hier auch nochmal langziehen, ne? Steine gibt es ja wie Sand am Meer, aber eigentlich müssten wir vielleicht auch nochmal so einen Schutz, so einen Dornwand hinbasteln, das wäre ja auch ganz praktisch. Ja, ja. So, wir gucken nochmal, da hinten ist nichts. Sieht gut aus. Keine Kannibalen, die uns nerven könnten. Gucken wir, ob unser Hasenkäfig irgendwas gefangen hat. Nee, natürlich nicht. Die Hasen laufen alle hier oben rum, vielleicht soll ich hier oben noch ein paar Hasenkäfige aufziehen. Was kann man denn nächstes Mal machen? Aber wir haben eigentlich auch genug Hasen. Aber wenn wir hungrig sind, dann dauert das eh eine Weile. Okay, Leute. Juti, ich würde sagen, das war's auf jeden Fall für heute. Und ich würde sagen, abonniert meinen Kanal. Denkt mal daran, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ansonsten, liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Dann würdet ihr mir auch sehr helfen. Jetzt komm her, du blöder Fisch. Mann, los, lass dich doch mal fangen. Meine Fresse. Und danke auf jeden Fall, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich würde sagen, wir sehen uns dann zum nächsten Mal wieder. Haltet die Ohren steif und noch einen coolen Abend wünsche ich euch, beziehungsweise noch einen schönen Tag. Bis dann, adio, dein Damir, aka Bärenkroate. Ciao, ciao. Willkommen in der Endcard. Links könnt ihr euch ein anderes Video noch anschauen, wenn ihr wollt, von meinem Kanal. Und rechts könnt ihr ein Abo dalassen. Ich verabschiede mich hier an dieser Stelle und ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Mach's gut, bis bald, dein Damir, aka Bärenkroate. Adio, ciao, ciao.